Hallo YouTube, da einige von euch ein paar Probleme damit haben, speziell an einzigartige Items ranzukommen, weil sie entweder zu teuer sind oder bei euch einfach nicht droppen wollen, habe ich einen kleinen Tipp für euch, wie ihr das Ganze eventuell mit ein wenig Glück dennoch erreichen könnt. Das Ganze funktioniert für diejenigen, die Teil der Händlergilde sind, aber auch die dem Observatorium angehören, und es ist auch nicht wirklich goldintensiv. Also ihr müsst nicht zwangsläufig Gold ausgeben, um an diese Items zu kommen, denn wie wir jetzt hier zum Beispiel bei mir im Inventar sehen, ich habe den Spalterlöser, benötige ich für alle Stärke-Builds, die früher oder später auf Schutz wollen. Ich habe auch schon meinen Lernritter damit ausgestattet. Wie ihr seht, habe ich hier auch schon ein paar Äxte erstellen können. Und hier haben wir auch eine besonders starke Axt. Noch nicht das absolut Maximum, aber auf jeden Fall schon recht stark. Diese Axt könnte man auch für wenig Geld bei der Händlergilde kaufen. Allerdings möchte ich das Ganze kostenlos machen, und es gibt auch einzigartige Items, die sehr teuer sind, und dort macht es eventuell mehr Sinn, diese Methode anzusetzen. Denn wir springen jetzt einmal in die Schmiede, packen unser Roh-Item hinein, sagen, ich möchte mit der Rune des Aufstiegs einmal was herstellen, haben jetzt hier leider kein Glück gehabt. Schauen wir mal, ob wir jetzt gleich ein bisschen mehr Glück bekommen. Aktuell noch nicht wirklich. Da haben wir auch wieder Pech gehabt. Hier haben wir jetzt die Axt bekommen. Auch gar nicht mal so schlecht. Stärke fast auf Maximum. Nahkampf, physischer Schaden fast auf Maximum. Mehr Schaden bei blutenden Gegnern könnte auch ruhig noch ein bisschen besser werden. Aber ansonsten haben wir hier schon mal das erste Item bekommen. Machen wir einmal weiter. Hier haben wir schon das zweite Item bekommen. Sehr schön, bisschen schwach, aber wir haben es immerhin bekommen. Haben wir auch wieder Pech gehabt. Schade. Also wir haben aus den Items, die wir eben umgewandelt haben, zweimal Glück gehabt. Zweimal ist die Axt rausgekommen. Ich musste ein paar Runen einsetzen. Ja, aber ich habe 0 Gold investiert, um diese Items zu bekommen. Und was auch noch passieren könnte, dass wir hier auch legendäres Potenzial erhalten. Bei meinem Lernritter hatte ich schon entsprechend Glück gehabt und habe dort etwas mit legendärem Potenzial erhalten. Also das ist durchaus möglich. Was wir natürlich auch machen können ist, ich habe einen Lootfilter hinterlegt. Ihr seht, die Waffe ist jetzt auch blau hinterlegt. Heißt, wir können auch gewissermaßen Target Farming durchführen. Wenn wir jetzt einmal in meinen Lootfilter springen, seht ihr, habe ich hier 2 Regeln angelegt. Und wenn wir jetzt hier einmal hineingehen, seht ihr, ich habe hier einmal ausgewählt Gegenstandstyp. Dann bin ich hergegangen und habe alle Einhandäxte ausgewählt. Und dann habe ich nochmal vorsichtshalber als Unterart alles angewählt. Denn wir haben den Test eben nur beim Rostspalter durchgeführt. Aber es ist potenziell möglich, dass auch aus anderen Items diese entsprechend erstellt werden können. So könnt ihr jetzt quasi auch bei verschiedenen Chars diese Regel anlegen. Und selbst wenn ihr diese Axt nicht mit einem Magier benötigt, könnt ihr mit dem Magier zielgerichtet dieses Item farmen. Ansonsten können wir natürlich auch, wenn wir Teil der Händlergilde sind, einmal dort kurz vorbeischauen. Düsen dann entsprechend zu der Itemkategorie, die wir benötigen. In meinem Fall ist es hier Einhandaxt und wir sagen maximal 0 Gold. Wir brauchen jetzt nicht unbedingt die einzigartigen Items, deswegen gehen wir einmal her. Normal sollte nichts sein. Ich habe hier eben schon alles leer gekauft. Bei selten finden wir jetzt die ersten Items. Hier könnten wir jetzt quasi alles einkaufen, was wir hier sehen. Ihr seht, wir müssen kein Gold bezahlen. Wir müssen ein bisschen von unserer Gunst ausgeben, erhöht aber auch wiederum euren Rang. Und wichtig ist, dass wir hier wirklich so wenig Gold, im Optimalfall für 0 Gold, etwas kaufen. Und wie ihr seht, ihr findet en masse die entsprechenden Items. Wenn ihr eventuell zielgerichtet etwas haben möchtet, braucht ihr in dem Fall nicht. Könnten wir auch hier nochmal ein bisschen was einstellen, sagen suchen. Auch hier habe ich wieder alles leer gefarmt. Aber in diesem Bereich, bei den exalierten Items, bekommen wir noch entsprechend die Itemkategorie. Aber die braucht ihr für das, was wir eben gesehen haben, nicht zwangsläufig. Wenn ihr Teil des Observatoriums seid, ihr das natürlich auch, dann holt ihr euch einfach die entsprechenden Prophezeiungen. Selbst wenn ihr jetzt keine legendäre Einhandaxt seht, könnt ihr dann natürlich auch entsprechend auf die magischen oder exalierten Items gehen, denn ihr braucht nur die entsprechende Kategorie,
um dann auch die Umwandlung durchzuführen. Kleiner Flaschenhals ist bei dieser Methode, dass wir natürlich auch entsprechend genügend von den Runen des Aufstiegs haben. Solange ihr diese habt, könnt ihr quasi kostenlos potenziell jedes Item herstellen, was ihr benötigt. Wenn ihr nicht ganz wisst, gerade in Bezug auf Waffen, welcher Kategorie eurer Waffe entspricht, ob das jetzt ein Zweihandschwert, Speer oder eine Axt ist, teilweise ist das schwierig, gehen wir einfach hier hinein, sagen einzigartiges Item, suchen und dann schaut ihr einfach, ob eure Waffe jetzt hier auftaucht oder nicht. Geht dann eventuell nochmal weiter zur Zweihandaxt, sucht hier auch nochmal nach einzigartigen Gegenständen, zum Beispiel hier. Diese Sense könnte ich für meine Nekromantin benötigen, also weiß ich, ich brauche eine Zweihandaxt, eine beliebige Zweihandaxt, um daraus quasi potenziell dieses Item herzustellen. Es ist ein bisschen glücksbasiert, ja, aber ohne Gold und einfach nur mit Gunst habt ihr hier die Möglichkeit, an die Items heranzukommen, die ihr zwangsläufig benötigt. Und wenn ihr das Ganze oft genug durchführt, werdet ihr früher oder später auch die Items bekommen, die ihr unbedingt braucht, ohne speziellen Content zu spielen, denn das Ganze ist potenziell für alle Items möglich. In dem Sinne, falls ihr den Tipp noch nicht kanntet, hoffe ich, dass er euch weiterhilft. Wünsche euch weiterhin viel Spaß, viel Erfolg bei Last Epoch und natürlich auch das maximale Dropglück für eure Items.